Versorgungsforschung bedeutet die Untersuchung des Behandlungsgeschehens in der alltäglichen Praxis. So lassen sich zum Beispiel Erkenntnisse zu Aspekten wie der Therapietreue von Patienten ermitteln oder der Einfluss von Merkmalen wie Alter oder Multimorbidität auf das Einsprechen von Medikamenten berücksichtigen. Chancen für neue Erkenntnisse also, die aber offenbar nicht überall gleichermaßen genutzt werden. Herr Dr. Wartenberg, ist die Versorgungsforschung in anderen Ländern weiter als bei uns in Deutschland? Und wenn ja, woran liegt das? Die Frage, ob die Versorgungsforschung in anderen Ländern weiter ist als in Deutschland, kann man mit einem eindeutigen Ja beantworten. Wir haben vor einigen Jahren eine Untersuchung gemacht über 20 Länder, wie weit Daten erhoben werden und tatsächlich auch für Entscheidungen im Gesundheitswesen genutzt werden. Dort kam Deutschland mit Spanien auf die letzten Plätze. Führende Länder waren dort die USA, die nordischen Länder, aber auch UK, die dort wesentlich mehr machen. Das ist bei uns im System bislang nicht richtig vorgesehen. Woran liegt das? Na, es liegt daran, dass in der Beurteilung von Medikamenten heute im Beurteilungsprozess vor allem randomisierte klinische Studien herangezogen werden und vom Gesetzgeber bzw. vom GBA und dem IQWiG Versorgungsdaten bisher vernachlässigt werden. Das heißt, klare Kritik an den Behörden hier in Deutschland bei diesem Thema? Versorgungsforschung ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, was heute in Deutschland noch unzureichend genutzt wird. Von daher ist Kritik an den Behörden sicherlich gerechtfertigt, weil die Chancen, Daten aus der Versorgung zu nutzen, deutlich unterdurchschnittlich genutzt wird. Wie erfolgreich sind Sie mit Ihrer Überzeugungsarbeit? Als IQWiG, glaube ich, sind wir in den letzten Jahren in Bezug auf unsere Überzeugungsarbeit ein Stück vorangekommen. Der aktuelle Gesetzgebungsprozess für das GSAV hat im Vorschlag ja die Nutzung von Versorgungsdaten oder Erhebung von Versorgungsdaten für zumindest seltene Erkrankungen vorgesehen in Registern. Ob das, was dann dort vom IQWiG erarbeitet wird, auch tatsächlich umsetzbar ist, dann noch abzuwarten. Von der Zulassung abgesehen, gibt es noch weitere Einsatzbereiche, in denen Versorgungsforschung dazu beiträgt, die Gesundheitsversorgung zu verbessern? Können Sie ein Beispiel nennen? Naja, Versorgungsdaten spielen eine große Rolle, zum Beispiel auch im Bereich der Beurteilung, wenn es darum geht, sind Therapien im Markt dann tatsächlich so wirksam, wie sie vorher in den klinischen Studien waren? Haben wir die gleichen Dosierungsmengen? Und da stellt man manchmal fest, dass dann eben Dosierungen, die auf den Defined Daily Dosages gerechnet sind, da nachher im ärztlichen Alltag plötzlich ganz anders dosiert werden, sodass sich zum Beispiel Kosten-Nutzen-Vorteile tatsächlich in der realen Versorgung anders darstellen. Was natürlich eine wichtige Erkenntnis ist, um dann auch die kostengünstigeren Therapien und wirksamen Therapien einzusetzen. Vielen Dank. Gerne.